Herzlich willkommen alle zusammen. Dieses Video wird sehr interessant sein, da wir ein Thema diskutieren werden, das heutzutage nicht allzu viel Aufmerksamkeit bekommt. Nun, es wird zwar behandelt, aber normalerweise nur im Zusammenhang mit der Spirit- oder Geisterfotografie. Aber es scheint eine überwältigende Menge historischer Fotos zu geben, die als echt dargestellt werden, obwohl etwas mit diesen Fotos nicht in Ordnung ist. Hier ist die Frage. Wurden in den Anfängen der Fotografie, ca. 1840 bis 1920, Techniken der Fotomanipulation eingesetzt? Oder gelten all diese Fotos als historische Fakten? Ich denke, wenn man sich erst einmal mit dieser Frage beschäftigt oder mit der Vorstellung, dass es Photoshop schon vor 1900 gab, öffnen sich einige sehr seltsame Türen, die noch mehr Fragen aufwerfen. Wir werden uns mit dieser verlorenen Kunstform der alten Fotobearbeitung und der Geschichte dahinter beschäftigen, um weitere Beispiele für manipulierte historische Fotos zu finden. Ich möchte mich bei Stuffed Beagle bedanken, der großartige Forschung betreibt. Und ich habe vor kurzem diese erstaunliche Unterhaltung zu diesem Thema auf Campbells Autodidactic Channel gesehen. Also ein Lob an die beiden. Es heißt Overexposed, überbelichtet. Und es hat mich umgehauen, weil ich das während unserer Forschungen auf so vielen Fotos gesehen habe. Die Menge dieser manipulierten Fotos summiert sich wirklich, also dachte ich, wir sollten eine Präsentation darüber machen. Aber ja, Stuffed Beagle hat viel zu diesen Fotos beigetragen, also besucht ihn und lasst ihn ein paar nette Worte da. Damit lasst uns anfangen. Ein Foto kann ein mächtiges Instrument sein. Für jemanden, der sie zum ersten Mal sieht, können sie wirklich magisch sein. Doch Fotos erzählen eine Geschichte und für viele ist sie die Art und Weise, wie wir uns an die Vergangenheit erinnern. Sie sind unser einziger Zugang zu dem, wie es damals war. Und in vielen Fällen zeigen sie, wie das Leben in der Stadt damals aussah. Als die Fototechnik im frühen 19. Jahrhundert aufkam, wussten die Menschen nicht, was sie von dieser neuen Technologie halten sollten. Und sie kannten auch keine fortschrittlichen Methoden, wie das Zusammensetzen oder Übereinanderlegen mehrerer Fotos in einem Bild. Dies war dem Durchschnittsmenschen nicht bekannt. Doch heute in der Moderne werden alte Fotos auch von Historikern verwendet, um ein besseres Verständnis der Vergangenheit zu erlangen. Von der Dokumentation von Daten, Baufotos, sogar Ereignisse in der Geschichte werden auf der Grundlage dieser fotografischen Aufzeichnungen dokumentiert. Viele von uns gehen automatisch davon aus, dass diese Fotos vertrauenswürdig sind und ein genaues Abbild der Vergangenheit darstellen. Einige der berühmtesten historischen Fotos werden allerdings nie als Manipulation beschrieben. War das also eine geheime Kunstform? Ich meine, denk mal drüber nach, dass bei so einer neuen Technologie, von der wir annehmen müssen, dass sie von den Kapitalisten und den Medien übernommen werden musste, dies in den falschen Händen ein mächtiges Propagandawerkzeug wäre. Das Seltsame ist aber, dass dieses Thema der Fotomanipulation in der alten Welt auch online nicht wirklich diskutiert wird. Man findet vielleicht ein paar Artikel darüber, aber sie sind alle in dem Stil von: Wussten Sie, dass es um 1900 Photoshop gab? Und sie zeigen die Geisterfotografie und die offensichtlichsten oder nur retuschierte Porträts. Aber Moment. Wenn es Photoshop schon um 1900 gab, oder warte mal, sogar noch früher, um 1850? Warte, sogar schon davor? Seit den Anfängen der Fotografie? Was wäre, wenn sie Fotos manipuliert haben, aber nicht gesagt haben, dass sie manipuliert sind? Nun, meine Kenntnisse liegen im digitalen Compositing, obwohl ich auch Erfahrung in der Fotografie habe. Aber mein Abschluss ist in Computeranimation und ich habe ein gründliches Verständnis für fortgeschrittene Compositing-Workflows. Interessanterweise wurde eines der Dinge, die wir in der Schule im VFX-Kurs gelernt haben, unsichtbare VFX genannt. Dabei handelt es sich um visuelle Effekte, die man nicht sieht, die also nur die Geschichte unterstützen sollen, aber nicht als offenkundig bearbeitete Bilder auffallen.
Sie nahmen Forrest Gump als Beispiel, weil es in diesem Film etliche Beispiele für unsichtbare Effekte gibt, wie zum Beispiel das Austauschen des Himmels, Menschen in grünen Anzügen und andere willkürliche Dinge, um die Szene ansprechender zu gestalten. Alles mit der Absicht, eine Illusion für den Zuschauer zu schaffen. Aber das ist keine neue Technologie, sie machen das schon seit langem. Es gibt wirklich viele visuelle Effekte in diesem Film. Aber ich will damit sagen, dass es eklatante Manipulationen gibt, die man bemerkt, wie zum Beispiel bei Superheldenfilmen oder Monstern. Und dann gibt es wirklich gute Manipulationen, die man nicht bemerkt. Das müssen wir verstehen, denn es bedeutet, dass es hunderte, wenn nicht tausende von Fotos in den historischen Aufzeichnungen gibt, die auf irgendeine Weise retuschiert oder bearbeitet worden sein könnten. Auf den ersten Blick könnte man meinen, dass es doch gar keine große Sache wäre, dass man nur die Fotos bereinigt hat. Aber es war viel mehr als nur eine Korrektur. Es ging so weit, dass man mit diesen Fotos jede beliebige Geschichte erzählen konnte. Ich werde nicht das ganze Video abspielen können, aber schaut es euch an. Fox hat ein Video, in dem das aufgedeckt wird. Und ich glaube, sie sind sich dessen nicht einmal bewusst. Aber das Video heißt The Mystery of the Same Sky Postcards. Im Grunde hatte dieser Mann eine Leidenschaft für das Sammeln von Postkarten, bis er anfing, etwas sehr Seltsames zu bemerken. Ein sich wiederholendes Muster. Zitat: Man sieht es einfach. Dieser Mann hat diese Postkarten gruppiert und organisiert und sagt eindeutig, dass sie denselben Himmel auf all diesen Postkarten wiederverwendet haben. Wenn ihr sie auf Google finden wollt, müsst ihr Same Skies Postcards eingeben. Er erwähnt auch, dass sie den Himmel manchmal etwas verändert haben, um Variationen zu erzeugen. Aber es handelt sich immer um dasselbe Himmelsfoto. Warum sollten sie das bei hunderten von verschiedenen Karten tun? Um sie besser aussehen zu lassen? Um sie in einem besseren Licht erscheinen zu lassen? Ich denke, ihr wisst, dass von Zeit zu Zeit Postkarten in Museen ausgestellt werden, um zu zeigen, wie die Stadt damals ausgesehen hat. Die Leute denken beim Kauf dieser alten Postkarten nicht wirklich daran, dass sie in diesem Ausmaß verändert wurden. Vielleicht etwas koloriert, aber komplett maskiert und den Himmel ausgetauscht? Was waren sie noch in der Lage zu tun? Nun, in diesem Video wird gesagt, dass es klar wurde, dass diese Himmel nicht zu den Originalfotos gehören, obwohl sie als echt dargestellt werden und niemals jemand erklärt hat, dass es sich um veränderte Fotos handelt, weshalb daraus das Mysterium der Postkarten mit denselben Himmel wurde. Aber warum sollten sie das tun? Dann entdeckt er, dass all diese Postkarten von einem einzigen Unternehmen gedruckt wurden und sie versuchen es damit zu erklären, dass dies nur die Signatur des Unternehmens war, dass sie es einfach in aller Öffentlichkeit machen, aber niemand es merken würde? Ich finde es seltsam, dass sie dies tun würden, und es scheint eine Operation zu sein. Also warum ist diese eine Firma herumgegangen und hat all diese verschiedenen Postkarten von so vielen verschiedenen Orten bearbeitet? Seltsamerweise zeigen sie diesen Zeitungsartikel mit der vorgehobenen Text, in dem es heißt, dass die Dexter Press Inc. einer der größten Hersteller von Bildpostkarten ist. Aber interessanterweise heißt es in dem ausgegrauten Text, Zitat, ein Foto einer badenden Schönheit, die ihnen an einem Strand von Florida zuwinkt, oder eines Forellenfischers beim Fliegenfischen in einem Colorado-Bach. Die Chancen stehen gut, dass Dexter Press es hat. Sie haben also eine riesige Sammlung an Fotos? In dem Video erklären sie uns, wie sie vorgehen. Der Mann, dem Dexter Press gehörte, hatte eine ganze Kunstabteilung für Fotomanipulation. Sie nannten es nur nicht so, aber es ist genau das, was sie taten. Es nennt sich Photoprocessing und wir werden in Kürze mehr darüber sprechen. Er bot an, die Probleme im Bild mit Hilfe der Fotokorrektur zu beheben. Seht ihr, sie haben schon lange vor Photoshop Bilder maskiert und sie zeigen es in diesem Video. Ein Künstler kam mit einem Messer und schnitt eine Maske für das Bild und tauschte den Himmel aus. So haben sie das vor dem Computer gemacht. Sie hatten also definitiv die Fähigkeit, Ebenen zu benutzen. Er sagt am Ende sogar, dass es nach dieser Fotobearbeitung niemanden mehr auffallen würde. Okay,
merken wir uns das für später. Aber ja, wenn ihr nicht wisst, was eine Maske ist, dann ist es im Grunde die Erstellung verschiedener Elemente oder Ausschnitte aus verschiedenen Fotos, damit man diese später in Ebenen verwenden kann. Ich kann eine Maske von einem Gebäude erstellen und sie dann in jede beliebige Situation einfügen. Ich kann sie auf ein anderes Foto legen und versuchen, eine ähnliche Perspektive zu finden und die verschiedenen Ebenen zusammenzufügen, um das neue, veränderte Foto zu erstellen. Je talentierter der Künstler, desto realistischer ist das Ergebnis und die Manipulation ist kaum noch zu erkennen. Das liegt aber nur daran, dass wir nie im Detail über dieses Thema unterrichtet wurden. Wenn ihr denkt, dass das nur eine Verschwörung ist, nein, ist es nicht und ich bin mir sicher, dass ihr alle schon einmal von der Geister- oder Spirit-Fotografie gehört habt. Aber erklären sie jemals, wie sie diese Fotos gemacht haben und welche Implikationen diese Kunstform hat? Die Geschichte der Geisterfotografie beginnt eigentlich mit einem Mann namens James Willis Black. Und ich habe das in Bezug auf die Geisterfotografie nie gewusst, aber angeblich ging dieser J.W. Black eines Morgens im Oktober 1860 mit einem der besten Luftakrobaten, Samuel Archer King, in seinem Ballon namens Queen of the Air in die Luft. Der Grund, warum ich das erwähne, ist, dass dieser J.W. Black für die Erstellung der ersten Luftaufnahmen in Amerika im Jahr 1860 verantwortlich ist. Man will uns also weismachen, dass die Daguerreotypie 1839 herauskam, aber dann 20 Jahre gewartet wurde, um Luftaufnahmen zu machen? Das glaube ich nicht. Und was ist mit all den Luftgravurbildern aus den frühen 1800er Jahren? Hatten sie etwas damit zu tun? Nun hört euch das an. Dieser J.W. Black, der eine Art von Propaganda zu sein scheint. Aber es wird verrückt, weil dieser Luftbildfotograf William Mumbler trifft, der berühmte Erfinder der Geisterfotografie ist. Viele, die sich mit diesem Thema der Geisterfotografie beschäftigt haben, werden Mumbler gut kennen. In der Geschichte wird behauptet, dass die beiden, als sie sich 1860 trafen, bereits 20 Jahre mit der Fotografie beschäftigt waren. Also, wie ich schon sagte, warum sollten sie nicht einfach in einen Ballon aufsteigen? Hatte das US-Militär keine Fluggeräte? Das ist es, was sie uns erzählen. Oh, aber sie hatten Ballons und ausgefallene Darstellungen von Fluggeräten? Und doch sollen wir glauben, dass es bis in die späten 1800er Jahre dauerte, bis der Flugverkehr gängiger wurde? Angeblich glaubte Black auch fest an Mumblers Fähigkeit, Bilder von geistigen Wesen aufzunehmen. Und das glaube ich nicht für einen Moment. Dieser J.W. Black war seit über 20 Jahren in der Fotografie tätig. Er kannte alle Tricks und Kniffe des Gewerbes. Er hat auf keinen Fall einfach so an Mumbler geglaubt. Er war in diesen ganzen Betrug verwickelt. Es heißt, Black habe ihm geglaubt, weil er Mumblers Trick nicht durchschauen konnte, als er versuchte, dies in seinem Studio zu tun. Und deshalb vertraute er einfach darauf, dass es wahr ist? Das ergibt keinen Sinn, denn er hätte genau gewusst, dass vor der Verwendung von Glasnegativen im Jahr 1859 die gesamte Geisterfotografie auf Belichtung basierte, was beweist, dass sie die Kunst der Belichtung zur Manipulation von Fotos beherrschten. Laut Wikipedia wurde 1859 das Glasnegativ eingeführt, das die Herstellung von Doppelbildern ermöglichte. Und plötzlich begannen regelmäßig Geister auf diesen Fotos zu erscheinen. Und das Interessante dabei ist, dass viele Menschen diese Geisterfotos bis heute für wahr halten, weil viele von uns die Prozesse nicht verstehen, die zur Herstellung dieser Fotos verwendet wurden. Wiki sagt also, dass 1859 diese Glasnegative auf den Markt kamen und man damit Doppelbilder machen konnte. Was aber nicht unbedingt stimmt, denn einer der frühesten zusammengesetzten Fotografien, von der sie berichten, heißt Two Ways of Life von 1857 von Oscar Gustav Rejlander. Wir werden in einer Minute auf Mumbler und die Geisterfotografie zurückkommen. Aber ich möchte sicherstellen, dass ihr genau versteht, wovon wir sprechen, wenn wir frühes Photoshop sagen. Wie ich schon sagte, gibt es nicht viele Informationen darüber, bis zu dem Punkt, an dem die Leute nicht einmal die richtige Terminologie kennen. Diese frühen Kompositionen haben einen Namen.
Sie werden viktorianische Fotomontagen genannt. Wenn man Fotomontage nachschlägt, erfährt man etwas über Two Ways of Life. Ich habe das auch im Kompositionsunterricht in der Schule gelernt. Aber wenn man sich die Seite ansieht, erfährt man nicht, wie viele Negative für das Bild verwendet wurden. Und es war nicht nur ein einfaches Doppelbild. Für Two Ways of Life wurden über 30 Glasnegative verwendet, um diese epische Fotomontage zu erstellen. Dies ist eine sehr interessante Geschichte, weil sie nicht wirklich bekannt ist. Und wir schreiben das Jahr 1857, also vor der Geisterfotografie. Das Foto ist auch sehr umstritten, aber es wird nie wirklich erklärt, warum. Auf Wikipedia über Fotomontage zeigen sie dir ein paar Beispiele mit Bildern. Diejenigen, von denen die Leute wahrscheinlich schon gehört haben. Aber sie geben uns keine vollständige Aufschlüsselung. Die meisten Kunsthistoriker kennen diese berühmten Kompositionen. Aber im Text heißt es weiter, dass diese Fotomontagen in Montreal verwendet wurden, um an große gesellschaftliche Ereignisse zu erinnern, die sonst nicht festgehalten werden konnten? Okay, also wurden Fotos gefälscht und dann wurden gefälschte Postkarten erstellt, aber nicht nur für Erinnerungen, sondern auch für Propaganda? Wie während des Ersten Weltkriegs, als Fotografen aus Europa anfingen, große Mengen an Postkarten zu produzieren, die Soldaten in einem Flugzeug und die Frauen und Kinder der Liebhaber in einem anderen Flugzeug zeigten. Weiter heißt es, dass diese frühen Fotomontagen aus fotografischen Elementen bestanden. Und hört gut zu, aus überlagerten Aquarell oder anders gesagt aus Farbe. Vicky sagt also, dass sie mehrere Fotos zur Komposition zusammensetzten und diese auch bemalten? Sehr interessant. Dies setzt sich im frühen 20. Jahrhundert fort. Der Name Fotomontage tauchte erst 1916 auf und ich halte ihn für einen Tarnnamen, weil er den Eindruck erweckt, es handelte sich um eine Art Kopieren oder Einfügen oder eine Art Collage oder so etwas. Aber nein, es war eher eine Fotobearbeitung oder Fotomanipulation, bei der nicht nur Korrekturen vorgenommen wurden, sondern mehrere Negative anderer Fotos integriert wurden, um eine beliebige Geschichte zu erzählen. Diese Methoden wurden mutmaßlich während des gesamten Ersten Weltkriegs eingesetzt. Angeblich will man uns weismachen, dass erst 1920 mit Hartfield damit begonnen wurde, in Anführungszeichen eine Geschichte zu erzählen. Mit anderen Worten, Propaganda zu betreiben. In der Nazizeit wurden über 240 Fotomontagen als Waffe gegen den Faschismus und das Dritte Reich eingesetzt. Wie ich schon sagte, soll man denken, dass Fotomontagen, wie Hannah Höchs Arbeit, eine Art kreative Collage sind. Aber in Wahrheit sind das nur die offensichtlichen. Was ist mit denen, die nicht so offensichtlich waren? Dies wurde auch in der russischen Propaganda von Künstlern wie Eli Lisitsky, Alexander Rutschenko, Gustav Klutzis und Valentina Kulagina verwendet. Mir scheint es, dass sie dieses Verfahren in den 1920er Jahren für Propaganda voll beherrschten. Aber was war davor? Wusstet ihr zum Beispiel, dass eines der berühmtesten Gemälde von Lincoln eigentlich eine Komposition ist, bei der Lincolns Kopf auf den Körper des Südstaatenpolitikers John Calhoun sitzt? Dieses Verfahren der Fotomanipulation geht auf die 1850er Jahre zurück und wurde verwendet, um die Menschen auszutricksen, so wie wir heute Photoshop verwenden. Man konnte dies tun, indem man Negative mithilfe eines nassen Collodium-Verfahrens behandelte, was es ermöglichte, mehrere Negative zu extrahieren und zu einem endgültigen Bild zusammenzufügen. Dieses Foto trägt den Titel General Grant at City Point. Es handelt sich um eine Montage oder Komposition aus mehreren Bildern und zeigt nicht wirklich General Grant. Drei Fotos lieferten verschiedene Teile des Porträts. Der Kopf von Grant in seinem Hauptquartier in Cold Harbor, Virginia. Das Pferd und der Körper des Mannes von Generalmajor Alexander McDowell McCook. Und der Hintergrund von Gefangenen in der Schlacht von Fisher's Hill, Virginia. Dieses Foto wurde auf 1902 datiert. Und uns wurde gesagt, dass die Kamera niemals lügt, richtig?
Nun, es stellt sich heraus, dass Studios schon seit den 1950er Jahren Fotomontagen anfertigten. Möglicherweise sogar früher. Und dass dabei bis zu 30 verschiedene Negative kombiniert werden konnten. Hier ist ein gutes Beispiel, das nicht sehr bekannt ist. 1871 fälschte Ernst Eugene Eppert Fotos von den Massakern der Pariser Kommune 1871. Nun, es stellt sich heraus, dass er ein französischer Fotograf war, der dafür bekannt war, eine Serie von gefälschten Fotos mit dem Titel Crimes de la Commune produziert zu haben, die die protestierenden Kommunarden in den Pariser Kommunen von 1871 diskreditieren sollten. Er hat tatsächlich viele Werke. Wir wissen also, dass dieses hier gefälscht ist. Aber was ist mit seinen anderen Fotos? Wiki sagt nichts über sie aus, aber seht sie euch an. Einige davon sind offensichtlicher als andere. Aber ihr könnt sehen, wie erstaunlich diese Kunstform um 1870 war. Sie konnten ganze Szenen erschaffen, um die Geschichte zu erzählen, die sie erzählen wollten? Massaker? Große Menschenansammlungen? Das ist ziemlich verrückt, wenn man bedenkt, was es bedeutet, dass die Propaganda von 1870 aus zusammengesetzten Bildern oder Fotomontagen bestand. Ich meine, wie können wir irgendetwas glauben, was uns diese Eliten erzählen? Aber es gibt noch mehr. Eines der berühmtesten Fotos von Stalin ist in Wirklichkeit ein gefälschtes Foto. Das Bild heißt übersetzt so etwas wie "Der Kommissar verschwindet". Und wir können rechts auf dem Foto einen Offizier sehen, der mit Hilfe von Fotomanipulation aus der alten Welt entfernt wurde. Und das im Jahr 1920, ganz ohne Computer. Aber dennoch hatten sie die Fähigkeit, Menschen vollständig aus Fotos zu entfernen? Zitat: Stalin setzte eine große Gruppe von Bildbearbeitern ein, um seine Feinde aus angeblich dokumentarischen Fotos zu entfernen. Zitat Ende. Gibt es also noch mehr von diesen Fotos? Sie sprechen aber auch nie über diesen Prozess. Man sieht dieses Foto zum Beispiel im History Channel. Aber sie gehen nie auf die Geschichte der Fotomanipulation der alten Welt ein. Und welche anderen Fotos möglicherweise gefälscht sein könnten. Sie wollen das nur so behandeln, dass man denkt, dass die bösen Jungs oder die Faschisten dieses Zeug zu Propagandazwecken benutzten, richtig? Aber wie die meisten von euch wissen, wer glaubt ihr, hat den Ersten Weltkrieg finanziert? Das ist eine lange Geschichte. Aber ja, um 1920 hatten sie diese Fähigkeit definitiv gemeistert. Zitat: Man nimmt an, dass Stalins Besessenheit von der Bildbearbeitung eine Mini-Industrie in der UdSSR darstellte. Die Verleger wurden von Stalins Schergen kontaktiert und aufgefordert, den Feind der Stunde aus den kommenden Fotos zu entfernen. Und das taten sie auch. Laut dem Designhistoriker David King, der tausende von manipulierten Fotos und deren Originalversionen aufdeckte, wurde die Arbeit nicht an einem Ort oder gar durch ein offizielles Ministerium durchgeführt. Zitat Ende. Die Frage ist also, ob es diese Industrie schon vor der Sowjetunion gab. Auch im Jahr 1937 gibt es ein Foto von Hitler und einem seiner ursprünglichen Verbündeten, der dann zum Feind wurde und herausgenommen wurde. Aber ich dachte, es sei ein gutes Beispiel dafür, wie sie ein Kopierwerkzeug oder die Fähigkeit hatten, Objekte zu entfernen und dann den entsprechenden Hintergrund einzufügen. Das ist eine ziemlich fortgeschrittene Bearbeitung, vor allem mit dem Gras und den Bäumen. Aber lasst uns mit Mamla weitermachen und dann ein paar weitere Beispiele für frühviktorianische Kompositionen oder Fotomontagen ansehen. Nun, jetzt können wir sehen, dass die ganze Geschichte, dass J.W. Black wirklich an Mamla geglaubt hat, kompletter Blödsinn ist. Sie sagen das nur, um diese ganze Geschichte mit der Geisterfotografie mehr Glaubwürdigkeit zu verleihen. Denn die Idee ist, dass andere historische Fotografen diese Methode nicht einmal herausfinden konnten. Aber J.W. Black wäre sich des Fortschritts der Kunst mit der Veröffentlichung dieser Glasnegative voll bewusst gewesen, da es zu dieser Zeit mehrere Künstler gab, die diese fortschrittlichen Arbeitsabläufe verwendeten. Er muss dies als mögliche Lösung des Mamla-Rätsels in Betracht gezogen haben. Aber die Geschichte besagt, dass er seinen Assistenten Weston zu Mamla Studio schickte, das praktischerweise nur ein paar Straßen von Black Studio entfernt war, und dass sein Assistent in Mamla Studio gehen und Notizen machen sollte.
aber nicht sagen sollte, dass er Blacks Assistent war. Weston geht also zu Mumblers Studio, um ein Foto zu machen, und es stellt sich heraus, dass sein verstorbener Vater auf dem Foto zu sehen ist. Weston, der Blacks Assistent ist, behauptet, dass er in der Fotografie bestens unterrichtet wurde und dass er es wissen würde, wenn etwas nicht stimmen würde. Also nachdem Mumbler dieses Foto gemacht und Weston seinen verstorbenen Vater gesehen hatte, sagte er, Zitat, alles, was ich zu Mr. Black sagen kann, sagte er zu Mumbler und gab damit zu, dass er im Auftrag geschickt wurde, ist, dass ich nichts anderes gesehen habe, als das Aufnehmen eines gewöhnlichen Fotos. Zitat Ende. Das ist lächerlich, denn der Prozess wird nicht bei der Aufnahme des Fotos durchgeführt, sondern in der Dunkelkammer. Und die Nachrichten, die für dieses Zeug werben, sind sich bewusst, dass die meisten Leute dies nicht wissen. Deshalb nahmen die Leute automatisch an, dass es sich um eine Art praktischen Effekt handelt. Aber das ist es nicht. Es ist eigentlich ziemlich einfach, es sind nur mehrere Negative kombiniert. Wobei ich aber auch nicht sage, dass es nicht möglich ist, irgendeine Art von Gedanken- oder Geisterfotografie-Experiment durchzuführen. Aber diese frühen Geisterfotos sind eklatante Fälschungen. Und wir wissen, dass dies auch mit dem Fotografen zusammenhängt, der die ersten Luftaufnahmen von Städten in Amerika gemacht hat. Dann gibt es diese ganze Geschichte, wie Black danach zu Mumbler zurückkam und sagte, okay, ich möchte jetzt den ganzen Prozess sehen. Und dass er beobachtete, wie Mumbler das Negativ vorbereitete und in die Dunkelkammer brachte. Black bemerkte also nichts Verdächtiges. Aber seltsamerweise, obwohl Black angeblich ein Skeptiker war, sagte er dann aus dem Nichts, weißt du was, ich möchte, dass du den Prozess selbst zu Ende bringst. Du entwickelst das Negativ. Ich bin mit der Arbeit mit deinen Chemikalien nicht vertraut und könnte es ruinieren. Also lässt Black ihn einfach alleine und fügt dann gegen Ende hinzu, Zitat, du bist nicht schlau genug, um irgendetwas auf das Negativ zu bringen, ohne dass ich es entdecke, Zitat Ende. Daraufhin sagte Mumbler, ich bin mir dessen sehr wohl bewusst. Mumbler schüttet also seine Chemikalien auf die Platte und ich nehme an, nachdem er sein geheimes Verfahren durchgeführt hat, übergibt er Black das Negativ. Als er sieht, wie sich das Foto mit einem Mann entwickelte, der sich an seine Schulter lehnte, ist Black so erstaunt und fragt, ist das möglich? Aber ich denke, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder war Black in den ganzen Prozess eingeweiht und sie entwickelten einen Betrug, der ihnen Millionen einbringen würde. Sie verkauften Fotos von angeblich echten toten Verwandten. Überlegt mal, wie viel die Leute dafür zahlen würden. Die andere Möglichkeit ist, dass dieser Mumbler-Charakter eine geheime Technik zum Verschmelzen von Negativen entwickelt hat, die anderen Fotografen zu dieser Zeit unbekannt war. Möglicherweise eine chemische Methode, bei der er vorübergehend ein anderes Negativ, das er hatte, nahm und dieses Foto mit Hilfe von Chemikalien auf eine andere Platte projizierte. Dies würde keine Spuren auf der Platte hinterlassen und künftige Generationen wüssten nicht, wie das Foto entstanden ist. Es gibt tatsächlich sogar ein Video, in dem versucht wird, das Verfahren zu reproduzieren. Aber niemand kennt Mumblers geheimen Prozess. Denkt einfach mal drüber nach. Mumbler war einer der größten Hoaxes des 19. Jahrhunderts und es hat funktioniert. Die Leute haben daran geglaubt, weil es eine solch neue Technologie war. Nun, das ist es, was die Mainstream-Historiker sagen würden. Sie hatten diese Technologie aber höchstwahrscheinlich schon früher. Aber mein Punkt ist, dass Waisen oder Kinder, denen Fotos gegeben werden, die kein Verständnis für Bildbearbeitung, fortgeschrittene Fotobearbeitungsprozesse, Kombinieren von Negativen und vielen anderen Techniken haben, ein Foto, das wirklich echt aussieht, nicht in Frage stellen werden. Besonders, wenn es eine Geschichte dazu gibt. Naja, bei der Geisterfotografie ist das offensichtlich, aber die meisten von euch werden mir zustimmen, dass es sich nicht nur um ein Exemplar einer alten Fotomanipulation handelt, sondern um eine Lüge, einen Schwindel. Aber wie tief geht diese Lüge? Um es noch einmal zusammenzufassen. Wenn es um Fotomontagen geht, werden sie in der Kunstgeschichte eigentlich nur unter dem Gesichtspunkt des Scherzes und der Propaganda gelehrt und anschließend von den Surrealisten und zeitgenössischen Künstlern aufgegriffen. Sie erwähnen vielleicht ein paar berühmte frühe Kompositionen wie The Two Ways of Life, aber sie sprechen nicht wirklich über andere Figuren wie Gustave Le Gray,
der Ursprung des ausgetauschten Himmels ist. Ich bin mir sicher, dass viele von euch mit dem Vanilla Skies Phänomen vertraut sind, da es auf vielen alten Fotografien deutlich zu sehen ist. Und es gibt sogar Skeptiker, die sagen, dass die Erklärung dafür einfach in der Natur des sichtbaren Lichtspektrums liegt. Dass Rottöne dunkler und Blautöne heller erscheinen. Und das stimmt tatsächlich, was Leute dazu führt zu denken, dass dies die Erklärung ist und dass alte Fotografien wohl einfach überbelichtet waren und deshalb einen blanken Himmel hatten, weil das einfach in der Natur der verwendeten Emulsion liegt. Aber zwei Sachen können gleichzeitig wahr sein. Was bedeutet, dass es ein Problem ist, richtig? Das Problem des Vanilla Skies. Es ist interessant, denn dieses ganze Argument, dass die Blaustufen überbelichtet wurden, beweist eigentlich ohne Zweifel, dass sie von Anfang an Fotomanipulation verwendeten, um mit diesem Problem umzugehen. Es beginnt mit Gustave Le Gray, dem Pionier des von Frederick Scott Archer erfundenen Collodium-Verfahrens. Einer frühen Technik der Fotomanipulation, bei der das fotografische Material beschichtet, sensibilisiert, belichtet und innerhalb von 15 Minuten entwickelt wurde. Das Collodium-Verfahren ermöglichte es Le Gray, das Problem der Vanilla Skies zu lösen, das mit der damals angeblich neuen Technologie nicht zu lösen war. Das Problem des leeren Himmels. Nun mögen einige von euch denken, dass dies ein Beweis gegen die Vanilla Skies ist. Aber es ist eigentlich das Gegenteil, denn 1850 nutzen sie dieses Problem der Fotografie zu ihrem Vorteil. Sie widmeten sich der Lösung des Problems und seltsamerweise ist dieser ganze Collodium-Prozess und Le Gray mit der französischen Regierung zu dieser Zeit verbunden. Wo in Mission Heliographique, The Ramparts of Carcassonne, 1851 gezeigt wird, dass Le Gray tatsächlich herumging und Fotos von alten Städten und Schlössern in Frankreich machte und dass er sich der Aufgabe widmete, eines dieser Fotos von den Schlössern zu nehmen und einen Austausch des Fotohimmels für den geblichenen Bereich des Himmels vorzunehmen. Was bedeutet, sie wollten ein Foto einer alten Stätte manipulieren, das während einer Untersuchung von mehreren verschiedenen Orten gemacht wurde. In einer Studie aus dem Jahr 1850 über Licht und Dunkelheit versuchten sie, das Problem zu lösen, den Himmel und das Meer zu fotografieren, da beides blau war. Damals in den 1850er Jahren hatten sie die Belichtung und die verwendeten Chemikalien so angepasst, dass sie das blaue Spektrum einfangen konnten. Und obendrein fügte er sie zusammen, um ein Kunstwerk mit dem Titel Solareffekt zu erschaffen. Dass, wenn man jemanden sagen würde, dass es sich um ein altes Foto handle, niemand erraten würde, dass es bearbeitet wurde. Zitat: Es scheint weder Aussagen von Le Gray darüber zu geben, wie er zu der revolutionären Methode des Kombinationsdruck mit Mehrfachnegativen inspiriert wurde, noch gibt es irgendwelche Anweisungen von ihm, wie er das endgültige Bild ausdruckte. Es ist möglich, dass er angesichts der Konkurrenz unter den Kunstfotografen vorsichtigerweise geschwiegen hat. Wie auch immer seine Verfahren aussahen, Le Grays Seebilder, die getrennte Aufnahmen von Himmel und Meer in einem beeindruckenden Bild kombinierten, galten zu seiner Zeit als eine bedeutende, wenn nicht gar erstaunliche Entwicklung. Zitat Ende. Es handelt sich also um ein geheimes Verfahren. Und bereits in den 1850er Jahren gab es eine Lösung für diese gebleichten Himmel. Und sie hatten realistische Fotokompositionen oder das, was man viktorianische Fotomontagen nennt. Mit diesem Verfahren begannen sie, Bestandfotos von verschiedenen Himmeln und Meeren an der gesamten französischen Küste aufzunehmen, was beweist, dass sie schon vor über 150 Jahren in der Lage waren, blaues Licht einzufangen. Hier haben wir ein frühes Bild mit dem Titel Fading Away von Henry Pete Robinson aus dem Jahr 1858, das aus 5 verschiedenen Negativen zusammengesetzt wurde. Ich würde sagen, dass das für so eine frühe Zeit ziemlich fortschrittlich ist. Es gibt auch mehrere Fotos von unbekannten Künstlern, die bei der Suche nach Old Photoshop angezeigt werden. Aber es ist seltsam, dass niemand weiß, wer diese Fotos gemacht hat. Der doppelköpfige Mann aus dem Jahr 1865. Der Mann, der mit seinem eigenen Kopf jongliert, 1880. Ein Mann auf dem Dach mit 11 Männern in Formation auf seinen Schultern. Und dieses Foto regt mich wirklich zum Nachdenken an.
Es ist irgendwie lustig, weil ich mich daran erinnere, wie meine Mutter dieses Bild im Badezimmer aufgehangen hat, als ich ein Kind war. Es ist ein berühmtes Foto. Lunch atop a skyscraper. 1932. Aber jetzt, wo wir mehr über frühe Fototechniken gelernt haben, wer kann schon sagen, dass es nicht verändert wurde? Und noch immer wird nirgendwo gesagt, ob mehrere Negative für dieses Foto verwendet wurden oder nicht. Nun, es wird hauptsächlich Lewis Hein zugeschrieben, aber die Identität des Fotografen bleibt unbekannt. Es wird buchstäblich als ein Stück amerikanischer Geschichte bezeichnet. Aber man weiß nicht, wer der Fotograf ist? Man beachte das schwache Leuchten um die Menschen. Ist das eine Fotomontage? Denkt darüber nach. Sie haben herausgefunden, dass sie legendäre, erstaunliche Fotos produzieren können. Und dann behaupten, dass sie echt sind. Denkt an die Implikationen, die damit verbunden sind. Glaubt ihr nicht, dass die Robber Barons, die reichen Kapitalisten und die politischen Eliten sich dessen bewusst waren? Also ich denke, sie waren sich dessen sehr wohl bewusst. Und zwar so sehr, dass sich daraus eine ganze Industrie entwickelt hat. Bevor wir nun fortfahren, sollten wir die verschiedenen Arten der Fotobearbeitung verstehen, die alle einzigartig sind und unterschiedliche Ergebnisse liefern. Die Fotografie ist einfach eine chemische Technologie. Man hat eine Platte, die aus verschiedenen Materialien bestehen kann. Früher waren es Metalle oder Zinn, dann kam Glas. Diese Platten sind mit Chemikalien beschichtet, die dann mit dem Licht reagieren. Durch die Verwendung verschiedener Chemikalien und verschiedener Plattenmaterialien wird eine Vielzahl verschiedener Effekte erzielt. Hier sind einige fotografische Verfahren, die im Wesentlichen in Vergessenheit geraten sind. Der Heliograph, Helotypie, Kalitypie, Fis Autotypie, Kolotypie, Cyanotypie, Daguerreotypie, Ferrotypie, Ambrotypie, Pigmentdruckverfahren, Albuminpapier und Carte de Vista bzw. Visitformat. Aber es gibt noch mehr und andere, die geheim gehalten wurden, da sie diese Technologie hatten, um bei Gravuren in Kupferplatten zu helfen. Die meisten von euch kennen die Ferrotypie oder Tintype bzw. Blechfotografie, weil sie auf alten Ausstellungen zu sehen sind. Sie gelten als viel schneller als die anderen, sodass im Studio nicht mehr viel getan werden musste. Aber viele von ihnen wurden tatsächlich verändert, um zusammengesetzte Fotografien zu erstellen. Ferrotypie und Ambrotypie nutzen dieses frühe Nasskolodium-Verfahren, um ein unterbelichtetes Bild aufzunehmen, das dann mit Chemikalien behandelt wurde, um stattdessen als positiv behandelt zu werden. Dieses als positiv behandelte Negativ wurde dann vor schwarzes Papier gelegt, um Ambrotypien zu erstellen. Und bei Ferrotypien war es ein schwarz lackiertes Metall. Es wird also nicht gesagt, dass es sich um ein manipuliertes Bild handelt. Aber der Himmel ist ja klar und diese Blechfotografie stammt aus der Zeit um 1900. Sie verfügten auch über ein sogenanntes fotografisches Fixiermittel, bei dem Kaliumcyanid verwendet wurde, um ein möglich hell getöntes Bild zu erhalten. Auf diese Weise wurden überbelichtete Bilder fixiert, stabiler gemacht und eine Schleierbildung verhindert. Ferrotypie wurde ursprünglich Melanotypie genannt. Wachs- und Kreideporträts waren künstlerisch manipulierte Bilder, die wie eine Mischung aus Kreide- und Buntstiftzeichnungen aussehen. Japanische Fotografien aus den 1860er Jahren wurden alle einem Tönungsprozess unterzogen. Viele dieser Bilder sind von extremer Qualität, aber sie zeigen, wie viel Arbeit in die Herstellung einer Fotografie gesteckt wurde, bis zu dem Punkt, dass sie ein inszeniertes Kunstwerk waren. Das Verfahren der Fotobearbeitung gibt es seit den Anfängen der Fotografie. Dennoch wollen wir nicht über die Ethik diskutieren, die mit so einem mächtigen Propagandainstrument verbunden ist. Denkt dran, dass diese frühen Fotos in vielen Fällen historische Dokumente sind. Wir wissen, dass es Retuschierstudios gab, die einen De-Aging-Prozess durchführen, ähnlich wie die heutigen Social-Media-Filter. Sie konnten dies schon vor 1900 tun und alles entfernen, was sie wollen. Ich denke, das ist das Grundkonzept von Vanilla Skies.
dass diese Fotos Anzeichen früher Manipulation zeigen. Und es spielt keine Rolle, dass es einige Fotoprozesse gab, die die hellen Bereiche überbelichtet haben. Denn wie wir gelernt haben, hatten sie andere Prozesse, um dies auszugleichen. Also wussten sie, dass dies ein Problem war und dass es verwendet werden konnte, um bestimmte Merkmale zu verbergen. Dazu werde ich aber später noch mehr sagen. Aber so gut wie alle frühen Fotografien wurden retuschiert. Und es gibt alte Bücher, die das deutlich erklären. Hört euch das an. Vom Illinois College of Photography. Von 1905 haben wir ein kleines Buch, das die Fotografie und ihre Abhängigkeit von der Retusche erklärt. Zitat: Fotografie. Was sie ist und wie sie gemacht wird. Zum Nutzen derjenigen, die mit der Kunstwissenschaft der Fotografie nicht vertraut sind, sind einige Erklärungen notwendig. Wenn ein Bild mit einer Kamera aufgenommen wird, entsteht es auf einer Glasplatte, die nach der Entwicklung das Objekt in Schwarz- und Weißschattierungen umgekehrt zeigt. Diese Platte wird als negativ bezeichnet, auf dem alle kleinen Unvollkommenheiten der Haut sowie Schatten, Falten und Gesichtsmakel notwendigerweise überbetont sind und durch Handarbeit beseitigt werden müssen, damit ein korrektes und ansprechendes Bild entsteht. Um das Bild zu verbessern, indem diese Unreinheiten entfernt und abgemildert werden, wird die Platte zum Retoucher geschickt, der das Negativ selbst mit feinen Werkzeugen bearbeitet. Zitat Ende. Sie beherrschen also diese Kunst und ganze Hochschulen widmeten sich diesem Beruf. Lasst mich euch einige Beispiele dafür zeigen, was sie tun konnten. Nun, ich denke, die meisten von euch haben schon von der De-Aging-Methode gehört. Aber es gab auch ein Verfahren namens Etching, auf Deutsch Radierung oder Kratzen wegnehmen, bei dem ein künstlerischer Fotograf das Negativ bearbeiten konnte. Es ist interessant, weil man online keine detaillierte Erklärung dazu finden kann. Wir wissen, dass sie Fotos mit Farben und sogar Airbrush retuschierten, ein Begriff, der noch heute verwendet wird. Aber das taten sie schon seit den Anfängen der Fotografie. Airbrush kann sogar schwieriger zu erkennen sein, aber über diese frühen fotografischen Verfahren wird nicht wirklich viel gesprochen. Man nennt es Etching und Modeling, Radierung und Modellierung. Und ein Buch aus dem Jahre 1909, das eigentlich auf einem älteren Buch aus dem Jahre 1868 basiert, wird uns viele Beispiele und Erklärungen für diese Verfahren geben. Zitat: Etching ist genau das Gegenteil von Retusche. Denn mithilfe eines Etching-Messers, das eine sehr scharfe Stahlklinge ist, wird der Film im Verhältnis zur Menge, die entfernt werden muss, rasiert oder geschabt, so dass hohe Lichter reduziert, Schatten akzentuiert, unangenehme Teile entfernt und Details erzeugt werden, wo die Opazität des Negativs so stark war, dass es zerstört wurde. Zitat Ende. Okay, das erklärt es aber immer noch nicht wirklich. Sie haben also das Negativ mit einem Messer abgekratzt, um Dinge zu entfernen? Okay, sie haben also am Licht und am Schatten herumgefuscht und übermäßig detaillierte Bereiche entfernt oder abgeschwächt. Ja, aber sie konnten nicht nur Makel entfernen und Menschen jünger aussehen lassen. Sie konnten Hälse verzerren und manipulieren, um sie dünner zu machen. Das ist also Etching? Hier ist eine Illustration, in der sie einen Etching- bzw. Radiervorgang detailliert beschreiben, bei dem sie schielende Augen begradigen, was für diese Zeit ziemlich beeindruckend ist. Sie konnten also ein Foto von jemandem mit geschlossenen Augen machen und dann irgendwie ein Auge hineinsetzen, was anscheinend zunächst auf einer Zeichnung beruhte und dann mit anderen Negativen gemischt wurde, um es schließlich mit einem Radierverfahren zu säubern, damit es echt aussah. Wenn man nur die endgültige Version betrachtet, würde man nie wissen, dass dieses Foto manipuliert wurde. Sie konnten also auch die Größe der Menschen ändern. Und dann konnten sie Kleidung hinzufügen, was zu einem realistischen Ergebnis führen würde. Sie konnten Frisuren korrigieren, Körper in drastische Proportionen verändern. Dann erklären sie, wie man einzelne Figuren radiert, um sie aus Gruppen zu entfernen. Okay, das ist 10 Jahre vor Stalin und es basiert auf einem älteren Buch. Also können wir davon ausgehen, dass sie das schon viel früher gemacht haben. Okay, hört euch das genau an. Zitat: Durch die Kombination von Etching und Retuschieren, also durch den Gebrauch von Messer und Stift,
radiert und gestaltet man. Und mit diesen beiden Instrumenten kann man jede gewünschte Veränderung am Negativ vornehmen. Hervorstehende Knochen im Nacken können abgeschnitten und gedämpft werden. Dicke Hälse können dünn gemacht werden. Übermäßige Drapierungen entfernt werden. Krumme Nasen können begradigt werden. Schatten können betont werden. Haare können hinzugefügt werden. Hintergründe können verändert werden. Unangenehme Teile können entfernt werden. Figuren können aus Gruppen herausgenommen werden. Und so weiter. Also im Grunde alles, was sie tun wollten. Das ist Photoshop der alten Welt. Sie taten dies mit Landschaftsgemälden, Postkarten, Porträts, Familienfotos. Warum sollten wir nicht glauben, dass sie dies mit politischen Fotos und unseren historischen Aufzeichnungen taten? Die Menschen glauben, dass Gebäude nur aufgrund dieser historischen Dokumente, die einfach manipuliert sein könnten, zu bestimmten Zeiten gebaut wurden. Wer hat diese Fotos hinterlassen? Wem gehören die Zeitungsunternehmen? Wem gehören die Hochschulen? Sie beherrschten diese Kunstform, die höchstwahrscheinlich antiken Ursprungs ist. Eine Übung in den Büchern zeigt, wie die Schüler versuchten, verschiedene Werte zu radieren und mit einem Messer weiche und sanfte Übergänge zu erzeugen, um den Prozess besser kontrollieren zu können. Der Autor erklärt, wie man eine Figur aus dem Hintergrund entfernt, damit das Bild ansprechender wird als das Original. Und dann auch, wie man die Schatten weicher gestaltet. Grundsätzlich sind alle alten Fotos gefälscht. Dies ist der Prozess der Fotografie. Negative wurden radiert und modelliert, um gut auszusehen. Sie mussten, sonst waren die Details zu stark und es gab viele dunkle Bereiche. Unsere fotografischen Aufzeichnungen sind also manipulierte Fotos, veränderte Fotos, verfälschte Fotos, alte Welt Photoshop, wie auch immer man es nennen will. Aber sie sind nicht echt. Und wir sollten auf jeden Fall alle historischen Fotos in Frage stellen und den Grad der Retusche, der an ihnen vorgenommen wurde. Offensichtlich gibt es da verschiedene Ebenen. Fotos erfordern diesen Prozess. Und sicher gibt es auch viele mit nur minimalen Veränderungen. Aber dieser Prozess war von den Politikern und der Elite zu dieser Zeit bekannt. Glaubt ihr nicht, dass sie sich das zunutze machen würden? Es gibt einen Abschnitt, in dem er über das Radieren von Statuetten spricht, und das ist wirklich seltsam. Zitat: Wenn man von der normalen, kommerziellen Retusche abweicht, ist es möglich, einige sehr angenehme und künstlerische Effekte zu erzielen, die von der bildliebenden Öffentlichkeit immer geschätzt werden. Für spezielle Arbeiten, insbesondere im Bereich der Werbung, wird der Retusche angefordert, Negative und Drucke zu bearbeiten und Effekte zu erzielen, die sich wesentlich vom Original unterscheiden. Durch den geschickten Einsatz von Radierwerkzeug und Stift ist der Fotograf in der Lage, fast alle gewünschten Ergebnisse in diesem Bereich zu erzielen. Zitat Ende. Er erklärt, wie die gesamte Figur maskiert und ausgeschnitten wird, auf einen neuen Hintergrund gelegt wird und dann der Kopf eines Kindes über Körperposen gelegt wird. Er erklärt also, wie sie mehrere Fotos auf realistische Weise nahtlos ineinander übergehen lassen können und nicht nur den Himmel austauschen. Er erklärt den Prozess, bei dem sie ein Bild von einem Körper und einer Kopfpose separat aufnehmen, um einen gewünschten Effekt zu erzeugen. Und dann die Fotos mischen und nahtlos ineinander übergehen lassen, um dem Kunden die gewünschte Version zu vermitteln. Interessant. Sie haben eine fortschrittliche Radierungsmethode, die zeigt, wie sie das Porträt einer Person in eine Statue verwandeln können. Sie konnten sogar ihren Gesichtsausdruck verändern, wenn es nötig war. Obwohl dieses Buch diesen Prozess detailliert beschreibt, konzentriert es sich lediglich auf menschliche Motive, wie Porträts und Retuschierungen. Aber das bedeutet nicht, dass dies alles ist, was man mit dieser Technik anstellen kann. Denn jetzt, wo wir den Prozess der Fotomanipulation verstehen, geht es nicht nur um Porträts. Denn man sieht dieses ganze 1900er Photoshop auf Nachrichtenseiten, richtig? Sie haben Artikel zu diesem Thema verfasst, aber sie zeigen uns nur die retuschierten Porträts. Konnten sie das auch mit Landschaften, Architekturfotos und politischen Ereignissen machen?
Man könnte meinen, dass es mehr historische Informationen zu diesem Thema gibt. Vor allem, wenn wir diese Fotos in historischen Archiven finden. Hier ist Colorado Springs aus dem Jahr 1913. Das zeigt, wie dieser Prozess in einer offensichtlichen Art und Weise durchgeführt wurde. Aber lasst uns sehen, ob es einige Fälle gibt, die weniger auffällig sind. Und ich möchte, dass ihr euch daran erinnert, wer diese und tausende andere Fotos und Postkarten gedruckt hat. Die Detroit Publishing Company. An dieser Stelle möchte ich mich nochmal bei Stuffed Beagle bedanken. Er war so nett, mir bei diesem Video zu helfen und hat mir eine großartige Sammlung zur Verfügung gestellt, deren Link ihr auch in der Videobeschreibung findet, damit ihr sie selbst runterladen könnt. In den Archiven der Library of Congress finden wir dieses Bild des Murray Hotels in New York aus der Zeit um 1900. Auf den ersten Blick gibt es nicht viel Verdächtiges. Ich meine, das ist ein seltsamer Nebel über dem Gebäude, der nicht wie eine natürliche Belichtung aussieht. Und wir können auch sehen, dass der Himmel sichtbar ist. Aber wie kann das sein? Ist dies ein ausgetauschter Himmel? Nun, zoomen wir näher heran, denn dieses Foto ist sehr seltsam. Zunächst einmal ist die gesamte untere und rechte Seite des Bildes gemalt. Aber wir wissen, dass die Basis eine Fotografie ist. Und es ist sehr seltsam, denn es ist als Trockenplattennegativ gekennzeichnet. Es wird nicht als Fotomontage oder bearbeitetes Bild bezeichnet, aber warum nicht? Ganze 15% des Bildes wurden übermalt, so dass es realistisch aussieht, dass es nicht sichtbar ist. Das ist die wahre Kunst des Retuschierens. Im Himmel sind die Wolken bemalt und man kann sogar noch Radierspuren erkennen, die von diesem Prozess übrig geblieben sind. Man kann auch deutlich sehen, dass die Straßen übermalt wurden. Dieses Auto wurde aus irgendeinem Grund gemalt. Diese Straßenlaterne ist komplett gemalt. Und sagt jetzt nicht, dass es daran liegt, dass einige der Details beim Foto verloren gegangen sind. Nein, es ist eine weitaus höhere Ebene des Übermalens. Es gibt willkürlich gemalte Menschen an vielen verschiedenen Stellen. Einige schlecht gezeichnet, aber aus der Entfernung würde man es nicht bemerken. Dieser gesamte Teil der Treppe ist aufgemalt. Übermalte Gesichter. Sie würden also auf historische Fotos malen? Nicht einfach nur gemalt, sondern um es aus der Ferne realistisch aussehen zu lassen. Es ist seltsam, denn rechts von diesem Bild gibt es einen Bereich, der nicht bemalt ist. Und man kann sehen, dass er wie ein Gebäude aussieht. Wurde also versucht, dies zu übermalen? In Australien gibt es eine Sammlung von Fotografien, die als Tyrrell Collection im Powerhouse Museum bekannt ist. Dort wird nie etwas über veränderte Fotografien oder Manipulationen gesagt. Aber auf diesem Foto mit dem Titel Carrying Wool sehen wir oben etwas, was wie graue Farbe mit weißer Schrift aussieht und einen überbelichteten weißen Himmel. Aber das ist nicht nur eine Überbelichtung, weil die Blautöne heller wurden. Vielmehr handelt es sich um einen klaren Ausschnitt. Das mag auf den ersten Blick keine große Sache sein, aber wenn man genauer hinsieht, sieht man, dass um die Männer herum maskiert wurde und hinter ihnen die ursprüngliche Farbe und Belichtung des Himmels zu sehen ist. Und wenn man zur Wolle hinübergeht, kann man tatsächlich sehen, dass bis zu 15 Männer aus dem Foto herausgeschnitten wurden. Man kann ihre Beine sehen, wenn man heranzoomt. Die Wahrheit ist, dass viele dieser Fotos unbekannte Künstler haben und niemand den Grund kennt, warum sie dies taten. In der Library of Congress gibt es ein Foto von Narragansett Pier, Rhode Island. Und es scheint, dass dies sehr ähnlich ist. Das Grau ist der ursprüngliche Himmel, aber aus irgendeinem Grund fügen sie Weiß hinzu. Es gibt keine Erklärung in der Beschreibung, außer, dass es sich um Trockenplattennegative handelt. Man kann dies auf mehreren Fotos dieser Sammlung sehen. Von der Library of Congress, Shelton Square, Buffalo. Schauen wir uns das Bild einmal im Allgemeinen an. Wäre es in einem Museum gerahmt, würde mir nichts auffallen. Aber schauen wir mal genauer hin. Die erste und offensichtlichste Bearbeitung ist, dass das Bild übermalt wurde. Die Straßen wurden komplett übermalt. Menschen, die gemalt sind. Einige mögen jetzt sagen, naja, sie bereinigen vielleicht nur das Belichtungsghosting.
Aber es ist viel mehr als das. Man kann sogar sehen, dass sie wussten, wie man Schatten malt. Erinnern wir uns daran, was wir in diesem Fotografiehandbuch gelernt haben. Es war ein künstlerischer Prozess im Umgang mit den Negativen. Und mit einem Messer konnten sie das Bild so verändern und manipulieren, dass es ihren Vorstellungen entsprach. Ich sage das, weil wenn ich sagen würde, dass diese Leute hinzugefügt sein könnten, ohne irgendetwas von dem, was wir vorher besprochen haben, zu erwähnen, würden die meisten Leute sagen, ich sei verrückt. Aber warum? Diese Person schaut direkt auf den Boden. Dieser Kerl hat seine Hände hinter seinem Rücken. Sie hatten die Wissenschaft und Kunst gemeistert, Fotos zu kombinieren und Schatten hinzuzufügen. Mehr Leute bedeutet ein angenehmeres Foto. Wenn Sie hunderte von Archivfotos von Himmeln haben, wer sagt dann, dass Sie nicht dasselbe für alle möglichen Kategorien haben können, einschließlich Menschen, die ins Leere schauen? Dann könnte man die Fotos mit dem Radierverfahren oder sogar mit Farbe finalisieren. Die meisten Leute würden das auch nicht bemerken, weil sie keine Ahnung vom Verfahren haben. Wie der Typ im Fox-Video sagt, wer nimmt schon eine Lupe und schaut sich diese Dinge an? Man könnte sogar negative und schlecht aufgenommene Fotos kombinieren, um den Eindruck einer schlechten Belichtung zu erwecken, was erklären würde, warum man manchmal auf diesen alten Fotos eine Kombination aus sehr scharfen und sehr unscharfen Menschen sieht. Und einige von ihnen bewegen sich nicht, was nicht an der Geschwindigkeit liegt, sondern auch daran, dass sie möglicherweise mehrere negative mit unterschiedlichen Auflösungen kombiniert haben. Sogar dieses Pferd wurde bemalt. Und auch einige dieser Perspektiven, dieser Wagen, sehen sehr unpassend aus. Von diesem Foto gibt es tatsächlich mehrere Versionen in der Sammlung, wo man in dieser V2-Version sehen kann, dass es einen weißen abgekratzten Bereich und dieses große weiße Rechteck gibt. Und sicher ist dies vielleicht nur ein Artefakt von etwas, das es negativ berührt. Aber was sind dann all diese Kratzer auf dem mittleren Gebäude? Dasselbe können wir auch in der Version V3 sehen, wo dieses Gebäude links ähnliche Kratzer aufweist wie das mittlere Gebäude aus V2. Als ob man versucht hätte, es herauszunehmen, um es für andere Fotos zu verwenden. Vielleicht wurde diesem Abschnitt eine chemische Lösung zugefügt, um bestimmte Merkmale zu extrahieren. Hier noch ein Bild aus der Library of Congress. Das Soldatendenkmal in Troy, New York. Dies sieht wie ein ganz normales historisches Foto aus, ist aber tatsächlich ein Beispiel für ein Foto, dessen Himmel entfernt bzw. Vanilla Skyed wurde. Von der Distanz her scheint nichts falsch zu sein, richtig? Aber wenn man hier ganz links oben in das Foto hereinzoomt, ist es klar, dass eine Art von Maske um den oberen Teil des Gebäudes herum gemacht wurde. Und wenn man sich diesen Fleck hier ansieht, kann man sehen, dass einige Abschnitte nicht erfasst wurden, was zeigt, dass da noch Teile des Gebäudes sind. Und dies wird auch durch die Straßenlaterne hinter dem Auto bestätigt. Folgt ihr einfach und ihr seht diese Drähte. Was sind das für Drähte? Man sieht Drähte, die an diesem Mast hinunter und hinauf führen und dass dieser Bereich übermalt oder chemisch entfernt wurde. Folgt der Linie noch weiter und dann gibt es diesen Bereich auf dem Dach, der eindeutig ein höherer Teil des Gebäudes ist, der so abgeschnitten wurde, dass es wie eine seitliche Ziegelverkleidung des Daches aussieht. Das ist nur ein Ausschnitt und dort befand sich ein Gebäude, was seltsam ist, weil es nicht mit dem Gebäude übereinzustimmen scheint, das sich links daneben befindet. Man beachte die ornamentale Umrandung des oberen Teils. Ist dies also ein hinzugefügtes Gebäude oder nicht sogar ein separates Negativ? Man beachte auch, dass es eine andere Fotoqualität hat. Ich meine, warum sollten wir nicht glauben, dass dieses Bild komplett zusammengesetzt wurde? Man hätte diese Menschen einfach in den Vordergrund stellen können, um es lebendiger und belebter aussehen zu lassen. Es gibt auch diese Risse auf dem Obelisken, die so aussehen, als hätten sie etwas hinzugefügt oder reingekratzt. Also für mich sieht es so aus, als hätten sie Kabel versteckt, die hoch in den Himmel ragen und sogar diesen Mast abgeschnitten. Und das geht den ganzen Weg bis zu der anderen Seite des Fotos. Es ist nicht nur die Belichtung. Aber warum tun sie das?
und hinterlassen keine Erklärung. Wir haben noch ein paar mehr von der Library of Congress. Die Wayne County und Home Savings Bank, Detroit, Michigan. Dieses Bild sieht für mich gut aus. Ich glaube, die meisten würden denken, das ist ein historisches Foto. Okay, aber bei näherer Betrachtung ist der Himmel nur Farbe, also ein falscher Himmel. Es gibt Kabel, die herausgepinselt wurden, und einige Abschnitte sehen so aus, als ob sie schweben. Auf der rechten Seite des Bildes sehen wir mehrere Männer mit Zylinderhüten, und einige ihrer Hosen sind auf sehr seltsame Weise bemalt worden. Auch dieses Auto hier rechts wurde übermalt, und der Typ hat nicht mal ein Gesicht. Einige von euch werden denken, dass wir die Bilder viel zu sehr analysieren und dass sie lediglich versucht haben, die Fotos zu säubern, um sie schöner zu machen. Okay, nun, ihr seht diese weiße Linie hier richtig? Lasst uns dieser Linie folgen, sie führt zu dem Gebäude. Und wir gehen hoch und wir sehen, dass sie dem Umriss des Gebäudes folgt. Was ihr hier seht, sind die Überreste einer Maske. Ihr könnt sogar sehen, dass sie oben übermalt haben. Es ist ein eingefügtes Gebäude und man muss zugeben, dass die meisten Leute das nicht gesehen hätten, hätten wir nicht reingezoomt. Ein weiteres Indiz ist, dass man einen schwachen weißen Glüheffekt um die Ausschnitte herum sieht. Sie sind kaum wahrnehmbar. Aber jetzt kann man sehen, dass es sich eindeutig um einen Ausschnitt und eine Kombination aus mehreren Negativen handelt. Und das haben sie in der Beschreibung nicht erwähnt. Sie kennen nicht einmal das Datum. Wenn man es einmal gesehen hat, ist es auf anderen Fotos sehr leicht zu erkennen. Und ein weiteres Gebäude aus Detroit. Das Wayne County Building von ca. 1902. Das Bild wurde Vanilla's Guide. Es ist offensichtlich auf der rechten Seite, weil sie es nicht einmal fertiggestellt haben. Aber einige denken, dass das nur ein Unfall ist. Rechts neben dem Gebäude befindet sich ein Moon Tower, eine Art Lichtturm, den man aus der Ferne kaum erkennen kann. Sehr seltsam. Sie haben ihn vorm Gebäude versucht zu entfernen und obenhin einfach abgeschnitten. Man kann ihn kaum sehen, aber er ist da, neben dieser furchtbaren Maskierungsarbeit. Es war ihnen so egal, weil sie wussten, dass die Leute es nicht bemerken würden. Diese Moon Tower waren elektrische Türme, die die Stadt mit Licht versorgten. Aus irgendeinem Grund wollte man alle Spuren der Moon Tower und der Kabel, mit denen sie verbunden waren, in diesen historischen Bildern entfernen und hinterließen uns viele Bilder, die dieses Vanilla Sky Phänomen aufweisen. Viele dieser Detroiter Moon Tower wurden von Austin gekauft und einige stehen anscheinend heute noch. Aber ja, jemand hat dieses Gebäude vom Hintergrund abgetrennt und große Teile des gesamten Bildes entfernt. Darunter auch die Gebäude auf der linken und rechten Seite. Nun, alle diese Fotos, die ich euch von der Library of Congress gezeigt habe, sind von der Detroiter Publishing Company. Erinnert ihr euch an das Colorado-Bild, das ganz offensichtlich ein Kompositum war? Der Detroiter Verlag wusste also genau, wie man Bilder maskiert und zusammensetzt oder viktorianische Fotomontagen erstellt? Die Vanilla Skies sind nicht einfach eine Überbelichtung, sondern ein Maskierungsverfahren, mit dem diese Fotoverlage Fotos kombinieren und verändern. Die Detroiter Publishing Company war für die Herstellung berühmter Postkarten bekannt. Man erinnere sich an die Postkarten mit dem gleichen Himmel. Und nirgendwo auf der Wiki-Seite wird erklärt, welche Techniken verwendet wurden oder welche Manipulationen oder Retuschen mit diesen Postkarten vorgenommen wurden. Es wird auch nicht gesagt, dass sie ihre Sammlung an die Library of Congress gespendet haben, sodass viele Fotos in ihrer Sammlung als historische Trockenplatten gelten. Wenn sie Postkarten verändert haben, warum sollten sie dann auch nicht alle anderen Fotos, die sie gemacht haben, verändern? Apropos, ihr berühmtester Fotograf war William Henry Jackson. Dieser Mann ist eine historische Figur. Und nicht nur das, er wurde 1903 Leiter des Detroit Verlags. Dieser Mann ist berühmt für seine Fotos des amerikanischen Westens und er ist der Großneffe von Samuel Wilson oder Uncle Sam.
Uncle Sam ist eine nationale Personifikation der Föderalregierung. Und die Figur entstand während des Krieges von 1812? Jeder kennt dieses Propagandastück. Nun, Onkel Sams Neffe, William Henry Jackson, und sein Großvater haben auch Comics für die Zeitungen gemacht. Also ist dies tief in ihrer Familiengeschichte integriert. William Henry Jackson war ein Bürgerkriegsmaler und seine Mutter, Harriet Maria Allen, war eine begabte Aquarellmalerin. Jackson galt als ein hervorragender junger Maler. Er gilt als wichtig für die Geschichte des Alten Westens, weil er den Oregon Trail durchwanderte und sich an die entlegensten Orte begab, um diese Fotos zu machen. Er war bei den Mormonen und machte sich auf den Weg nach Salt Lake City und fuhr dann mit einem Wagen bis nach Los Angeles, wo er einige der wichtigsten historischen Fotos im Westen der Vereinigten Staaten machte. Angeblich hat er 80.000 Fotos vom amerikanischen Westen gemacht. Und dann wurde er vom Adventures Club of New York geehrt, ein privater, auf Abenteuer ausgerichteter Männerclub, der 1912 in New York von Arthur Hoffman gegründet wurde, dem Schöpfer des Magazins Adventure, mit dem er für seine politischen Ansichten warb, um die Menschen auf den Krieg vorzubereiten. Er war im Grunde sein ganzes Leben lang Journalist, also Propaganda. Was ist der Zweck dieses Adventure Clubs? Mark Twain war seltsamerweise auch ein Mitglied. Diese Leute stecken also alle unter einer Decke. Und als Jackson im Südwesten Colorados war, entdeckte er dieses Gebiet, in dem sich das Hoovenweep National Monument befindet, für dessen Name er verantwortlich ist. Hoovenweep bedeutet so etwas wie verlassenes Tal, aber auch Ruinen alter Gemeinschaften. Hier ist William Henry mit einer massiven Kamera zu sehen. Und in der Beschreibung heißt es, dass es sich um eine nicht identifizierte Ausrüstung handelt. Nun schauen wir uns einige der Fotos an, die William Henry in seiner Karriere gemacht haben soll. Denn er hat überall auf der Welt Fotos gemacht. Hier ist eine Kirche in Mexiko. Nur überbelichtete Blautöne? Nein, ein blanker Himmel. Schaut hier in der Ecke, die Bäume sind abgeschnitten. Sie haben den Prozess wieder einmal nicht beendet. Es gibt tatsächlich viele Fotos, die sie einfach William Henry Jackson zuschreiben. In einer Beschreibung steht, wahrscheinlich William Henry Jackson. Ist er also nur eine weitere Figur wie Uncle Sam? Eine kulturelle Ikone für diese Konzerne, die uns damit füttern, damit wir nicht hinterfragen, was vor sich geht? Zum Beispiel dieses Foto von Jackson aus dem Jahr 1870 von einem Mann, der im Anzug wandern geht. Wirkt auf mich einfach seltsam. Er ist verantwortlich für das Bild Mexico in Color und viele weitere Fotografien mit blankem Himmel. Diese Kathedrale. Eine Eisenbahnbrücke, die auf einer Art alten Staudamm mit gewölbtem Tunnel zu liegen scheint. Es ist auch mit Detroit Photographic signiert. Es gibt eine ganze World Transportation Commission mit 900 Bildern von William Henry Jackson in ganz Nordamerika, Asien und Australien. Und ich sage nicht, dass dies nicht möglich ist. Aber denkt mal drüber nach. Wenn dies wirklich eine Produktionsfirma war, dann sehen die Leute nicht den gleichen Wert. Es sei denn, sie denken, dass ein Künstler oder eine Person des öffentlichen Lebens dahinter steckt, sodass es natürlicher erscheint. Aber wenn ein großes Unternehmen involviert ist, würden die Leute anfangen, Fragen zu stellen. Es gibt noch weitere Fotos aus anderen Studios, wie zum Beispiel in dieser Sammlung von Fifth Avenue From Start to Finish. Auf einem Foto ist unten rechts ein Polizist zu sehen, der nur aufgemalt ist. Und die Straßen sind über das Foto gemalt. Und dieses Foto befindet sich im New York Public Library Archiv. Auf einem anderen ist wieder ein gemaltes Pferd. Bei einigen dieser älteren Fotos in dieser Sammlung ist es schwer, die Maskierung um die Gebäude herum zu erkennen, weil die Qualität wirklich schlecht ist. Oft haben einige dieser frühen Fotos aus dem Jahr 1880 keine ausreichende Auflösung, sodass es sehr viel schwieriger ist, Anzeichen eines Vanilla Skies oder sogar Ausschnitte um die Gebäude herum zu erkennen. Schaut man sich dieses Foto an,
scheint es ein weiteres historisches Foto zu sein. Aber wenn man hineinzoomt, sieht man, dass dieser Mann hier seltsam steht und jemand hinter dem Auto läuft. Aber man kann den Umriss der Person durch das Auto hindurchsehen? Das kann kein Produkt der Belichtung sein. Es muss ein Artefakt aus der Verwendung mehrerer Negative sein. Das Ganze könnte ich bei vielen dieser Fotos fortsetzen. Sie haben Menschenmassen, gemalte Gebäude etc. Es gibt keine Beschränkungen bei dem, was sie tun können. Wenn etwas fehlt, werden sie einfach Radierungen verwenden, um das Foto zu verändern. Negative kombinieren, um ein endgültiges Ergebnis zu erzielen und es dann der Library of Congress und vielen lokalen Museen spenden. Und das ist es, was die Museen in vielen Fällen zeigen. Das ist unsere fotografische Aufzeichnung von den gleichen Leuten, die all diese Postkarten produzierten. Man sollte denken, dass es umfassende Erklärungen dafür geben muss, wie diese Fotos gemacht wurden, insbesondere bei historischen Fotos. Wie können wir Beweisfotos als solide Beweise ansehen, wenn wir wissen, dass es in den 1850er Jahren Bildmanipulation gab und dass dieser Prozess der Fotomanipulation während des Ersten Weltkrieges zu Propagandazwecken eingesetzt wurde? Wie können wir irgendetwas von dem vertrauen, was uns der offizielle Mainstream erzählt? Sollen wir einfach akzeptieren, dass sie Tausende dieser Gebäude ab 1880 bis Anfang 1900 gebaut haben? Woher hatten sie das Geld? Wir können das heute nicht einmal tun. Selbst mit all unserer Ausrüstung und unserem Geld können wir nicht Tausende dieser Backsteinbauten in einem Zeitraum von 20 Jahren errichten. Einige Geschichten geben sogar noch weniger Zeit für den Bau an. Und die einzigen Beweise, die wir erhalten, sind Fotografien, von denen viele äußerst fragwürdig sind. Der extreme Mangel an fotografischen Aufzeichnungen an sich ist schon verdächtig. Wenn man jetzt noch bedenkt, dass sie in den frühen 1800er Jahren die Fähigkeit zur Manipulation von Fotos beherrschten, hat man ein Rezept, mit dem man die Erklärung der zukünftigen Generationen komplett widerlegen kann. Dies wäre eines der mächtigsten Werkzeuge der Eliten. Wir müssen also andere Methoden als die Fotografien und die von den Verlagsunternehmen gespendeten Archivsammlungen anwenden, um die offizielle Darstellung in Frage zu stellen. Und was glaubt ihr, wer diese Unternehmen besitzt und finanziert? Boy Clubs. Was ist eure Meinung? Sollten wir historische Fotos ohne jede Frage vertrauen? Oder sollten wir aufmerksamer sein, wenn wir eine Geschichte von offiziellen Stellen erhalten, um sie auf Manipulationen und Lügen zu überprüfen, sodass wir den Dingen wirklich auf den Grund gehen können? Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr mehr Wissen über frühe manipulierte Fotos oder Beispiele habt, lasst es uns bitte wissen. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen wollt, findet ihr in der Beschreibung Links zur Kaffeekasse. Vielen Dank. Lasst uns also weiterhin die Mainstream-Erzählung in Frage stellen. Und möge unser Verstand entschleiert werden. Lass alles los, was du für wahr hältst. Entspanne den Geist und stelle die Frage: Verstehe ich wirklich, was diese Realität ist?